Willkommen zur 16. Folge von Stricken im Zoo. Lange war ich weg, aber jetzt bin ich wieder da. Und ich weiß gar nicht, was ich überhaupt alles erzählen soll. Ich hatte keine Lust. Absolut keine Lust. Ich hatte jetzt 2 Monate fast keine Lust zu stricken, auf Internet keine Lust, auf überhaupt nichts Lust. Wir nehmen in der neuen Wohnung schon auf, aber der Umzug ist immer noch nicht fertig, also brauchst du da gar nicht fragen. Eigentlich würde ich gerne im Wohnzimmer aufnehmen, aber das geht auch nicht, weil da sind noch keine Möbel drin. Immerhin habe ich schon eine rosa Wand und die restlichen Wände sind schon weiß. Immerhin. Ja. Das heißt gar nichts. Immerhin. Es ist viel passiert. Vielleicht solltet er sich noch vorstellen. Heute mal ein Gast, der nicht ein Tier ist. Der kleine Bruder. Ich heiße Philipp. Der nicht mehr so klein ist. Also mittlerweile ist er größer wie ich. Halben Kopf. So. Ja, von mir aus. Letzte Woche war ich im Urlaub bei denen zu Hause in Bayern. Was haben wir da? Ich mache jetzt keinen kompletten Wochenrückblick, sondern nur so die letzten zwei Wochen reichen, glaube ich. Letzte Woche war ich in Bayern. Was haben wir da eigentlich gemacht? Am Dienstag waren wir im Zoo. Genau. Habe ich gestrickt. Schön im Zoo. Passend zum Namen. Ja. Da war ein Nass. Kannst du mir deine Jacke erzählen? Ja, der erzähle ich ja später. Wenn, guck, fertig. Ach so, du hast eine. Erst kommt der Woche. Ja. Ah. Ja. Ich war hier noch nicht, kenne mich damit nicht aus. Im Zoo waren wir, war ganz cool. Wetter war eigentlich gut, aber es war ganz schön voll. Es sind noch Ferien in Bayern, das ist ein bisschen, naja. Eine Woche nur noch. Ja, eine Woche noch. Ein paar Tage noch. Ja, bis Dienstag, glaube ich. Was haben wir Mittwoch gemacht? Montag war Santeltag. Montag habe ich nichts gemacht. Dienstag waren wir im Zoo, Mittwoch waren wir essen. Genau, bei einem Chinesen. Chinesisch-Mongolisch, all you can eat. Oh, sehr cool. Und wir haben viel gegessen. Ja, dafür ist das all you can eat da. Was gab es alles Cooles? Viel verschiedenes Fleisch und Fisch und Froschschenkel. Froschschenkel gab es, lecker. Ich habe sie nicht gegessen, aber er hat sie gegessen. Und so Hai und Känguru gab es, aber ich habe mich an das Normale gehalten. Lamm. Dann ja, die Lammkoteletts, ich mag kein Lamm. Ich auch nicht so, aber es gab noch Rind, Hühnchen. Die gebratenen Sachen waren lecker, so gebratene Ente und... Ja, gebackenes Hühnchen. Genau, das war echt lecker. Dann am Donnerstag... Das ist schon so lange her. Was haben wir denn überhaupt letzte Woche gemacht? Ich glaube... Donnerstag war irgendwas. Weil Freitag haben wir da nichts. Du warst einmal... Machst du das? War am Freitag. War ich mit meinem besten Kumpel essen am Freitag? War ich Burger essen? Aber was zur Hölle war am Donnerstag? Am Donnerstag! Ich weiß, was am Donnerstag war. Kommt der Haufen her. Ach so. Den sollten wir vielleicht mal zeigen. Den zeigen wir gleich. Nacheinander. Am Donnerstag war ich mit meinem Onkel bei meinem Opa. Und danach waren wir noch kurz bei meiner Tante. Und meine Tante hat irgendwie Wolle. Ja, Wolle. Und zwar ist das so Wolle von einer Strickmaschine. Also die tue ich nochmal. Wie nennt sich das? Verzwirnen? Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Stricken nicht aus. Die tue ich nochmal verzwirnen. Und als erstes kannst du mal die da unten herholen. Ich habe ein bisschen viel mitgenommen. Kannst du einmal hochhalten, nicht so knistern. Und ein Eimer. Das ist rot-schwarze, die ist ganz dünn. Die möchte ich miteinander verzwirnen. Immer 2 rote und 2 schwarze zusammen. Pack die mal da ganz rüber. Okay. Es knistert ein bisschen, das können wir nicht vermeiden. Wahrscheinlich eher ein bisschen laut in der Aufnahme. Ja. Dann haben wir hier einmal 2 Kilo weiße Wolle. Da habe ich aber schon einen... ersten Strang dreifach miteinander verzwirnt. Das ist so ungefähr Worsted Weight. Und die ist halt kratzig. Weich oder kratzig? Ja, kratzig. Ja, schon weich. Nee, ich finde sie eher kratzig. Es gibt weichere Wolle, aber mal gucken. Also die möchte ich auf jeden Fall färben oder wahrscheinlich eher färben lassen, weil ich kann nicht färben. Pack die mal damit rüber. Einfach rüber? Einfach mal rein. Gut. Ja. Und dann haben wir noch eine ganze voll mit Blau. Die ist auch ganz dünn. Bei der haben wir das Problem, die ist sehr, sehr angefilzt. Also ich weiß nicht, ob wir da überhaupt was rauskriegen. Also ein Ballen haben wir schon geschafft. Ja, ein Ballen haben wir schon, aber die ist sehr dünn.
Der ist jetzt nicht da. Doch, doch. Liegt nee, da. Aber dann holen wir jetzt nicht. Okay. Die ist sehr, sehr dünn. Vielleicht zweifach verzwirren, dass ich da einen Lace-Strang rauskriege. Ich glaube, da muss ich viel, viel wegwerfen. Was ist ein Lace-Strang? Ganz dünne Wolle. Ach so. Ja, Donnerstag bei meiner Tante, Freitag dann Essen. Und was war am Samstag? Ihr wart am Samstag? Erzähl mal von eurem Samstag und dann erzähl ich von meinem Samstag. Skyline Park? Ah ja, genau, wir waren im Skyline Park in Olchen, nicht Olchen, Bayern, der Allgäu Skyline Park. Ja, großer Freizeitpark. Ja. Was habt ihr denn da so gemacht? Der Achterbahn gefahren, also da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen, was man im Freizeitpark macht. Achterbahn fahren und... Weiß nicht. Ja, weiß nicht. Und eigentlich, wo war ich am Samstag? Das musst du erzählen. Wo war ich am Samstag? Bei diesem Fest. Wie der Sebastian gesagt hat, mein kleinster Bruder, war ich am Samstag bei meiner Wollparty. Ich habe immer noch das Bantel um. Ich will es nicht abnehmen, es ist schön. Und zwar ging das so los. Um 4 Uhr in der Früh bin ich aufgestanden. Hab meine Mama genervt. Hab sie geweckt, damit sie mir einen Zopf flechtet. Dann bin ich mit dem Zug 2 Stunden nach Regensburg gefahren. Da war Schienenersatzverkehr. Es hat alles wunderbar funktioniert bei der Hinfahrt. Dann hat mich am Hauptbahnhof die liebe Karin abgeholt. So, und jetzt weiß ich nicht mehr ihren Revelry-Namen. Mann. Hätte ich sie aufschreiben müssen in deiner Checkliste. Ja, habe ich nicht. Kaki heißt sie, glaube ich, auf Revelry. Ich weiß, dass sie Karin heißt. Und wehe, Karin ist jetzt auch falsch. Dann habe ich ein Problem. Auf jeden Fall war ich mit ihr essen. Vorm Wollefest und das war wirklich super nett. Wir haben einfach nur die ganze Zeit geratscht und es gab Frühstücksbuffet vom Allerfeinsten richtig reingehauen. Du kannst ja wahrscheinlich steht unter den Kommentaren. Wahrscheinlich wird es irgendjemand wissen. Ja, irgendjemand wird meckern, wenn der Name falsch ist. Auf jeden Fall war es ganz, ganz toll, sie getroffen zu haben. Und dann hat sie mich noch so nett, wie sie ist, zum Wollefest gefahren. Das war auch noch ganz nett. Und dann war ich beim Wollefest. Und dann ging's los. Bin ich durchgegangen und habe nur gekauft. Bin komplett durchgegangen und wollte nur kaufen. Zwischendurch habe ich dann während dem Kaufen die Angie und die Österreicher getroffen. Die ist ja mit ihren 2 Strickfreundinnen daher aufgefahren. Boah, ich hatte gerade Schiss. Ich dachte, das bewegt sich nicht, dass es gar nicht aufnimmt. Angie habe ich dann unterwegs getroffen, mit der habe ich dann ein bisschen eingekauft. Die hat mir zu einem Regenbogenwolle-Strang verholfen. Da gab es nämlich nur einen von und die hat gesagt, wenn du den jetzt nicht kaufst, ist er gleich weg. Und sie hatte recht, er war dann weg, weil ich ihn gekauft habe. Jetzt noch nicht zeigen, das machen wir gleich. Wir haben viel zu zeigen, ganz viel. Das wird bestimmt eine lange Folge. Kannst du so ein Special draus machen, so die Ergebnisse des Wollefests. Na, das ist ganz so schlimm wie jetzt nicht. Ich rede ja jetzt schneller. Ich erzähle ja nicht, was in den ganzen 3 Monaten alles passiert ist. Ja, das. Die Angie getroffen. Dann habe ich die Angie wieder verloren, weil ich war ja auf Einkaufstrip. Dann bin ich hoch in den ersten Stock. Im ersten Stock habe ich die Maus getroffen. Mit der habe ich mich auch ganz kurz unterhalten. Und die hat auch gesagt, ich muss wieder eine neue Folge aufnehmen. Also nehme ich eine neue Folge auf. Und ich bin eigentlich nur einmal durchgelaufen und habe aufgenommen. Und dann, als ich fertig war, habe ich noch draußen Muckel, Puh, also Karina und ihren Mann getroffen. Dann durfte ich ihren wunderschönen Viajante anziehen. Da muss ich am Ende ein Foto reintun. Was ist ein Viajante? Das ist so eine Art Poncho-Schal. Ah, so. Jetzt kann ich dir nachher das Foto zeigen. Das tun wir eher am Ende reinschneiden. Den durfte ich anziehen und wir haben Wolle getauscht. Ich habe ja für sie gesponnen und sie hat für mich gesponnen. Ihr müsst eh ihre Folge angucken. Ich bin für beide. Wir spinnen wohl beide. Ja, wir spinnen beide. Ihr müsst einfach ihre Folge angucken, da seht ihr meinen Strang, weil ich glaube, ich habe ihn hier noch nicht hergezeigt. Auch so gibt es kein Tour de Vlies-Ergebnis, weil ich habe Tour de Vlies ziemlich versagt. Ein 2 Stränge. Tour de Vlies ist lange, das erzähle ich dir nachher. Okay. Carina getroffen, dann war da glaube ich noch Nit. Ein Crochet All war da, glaube ich, auch noch, aber die hat sich eher für Karina und Angie interessiert. Die wusste nicht, wer ich bin. Glaube ich, erst später. Dann saßen wir eigentlich nur drinnen rum. Ach nee, stimmt gar nicht. Draußen habe ich noch. Oh, Katze im Bild. Du kannst sie auch auf den Arm nehmen, wenn du willst. Ja, die will fressen. Draußen habe ich dann noch die Morgi getroffen. Nee, das knistert. Lass es. Okay. Die Morgi getroffen
Und der habe ich ja mein Katze, wenn du da hochläufst, wackelt alles. Und oh, der habe ich ja meinem Kurs am Sonntag geschenkt, beziehungsweise vergeben, aber sie wollte ihn nicht geschenkt haben, dann wollte sie unbedingt Geld geben, das wollte ich aber nicht. Und dann hat sie mir einen Strang Wolle gekauft, den ich schon ein bisschen in Beobachtung hatte, aber mir nicht noch kaufen wollte, weil, ja. Die ist in der Tüte drin. Na, die Katze ist in der Tüte, auch schön. Ja, dann saßen wir eigentlich rum, Fritzi war dann noch da, Zora Rot war dann noch da. Wir saßen rum, wir haben gelacht, geratscht, gestrickt. Wir haben ein lustiges Foto von mir und meiner ganzen Beute gemacht. Die anderen sind dann auch nochmal kaufen gegangen und ich habe aufgepasst und wir haben Kuchen gegessen und geratscht. Und lustig war's. Dann bin ich mit der Morgi ins Hotel gefahren oder erst ins Hotel gelaufen. Da war Fritzi mit irgendwelchen Zahlen auch noch dabei und ich weiß gerade nicht ihren richtigen Namen. Das ist echt schrecklich. Tut mir leid für alle, wo ich Namen nicht richtig weiß. Es ist schlimm mit mir. Dann sind wir alle gemeinsam noch essen gegangen und zwar ins fürstliche Brauhaus von Turn und Taxis oder irgendwie sowas. Aber richtig, da war auch so eine Brauerei, eine eigene im Restaurant. Das war echt cool. Und habt ihr lauter Bier getrunken? Ich habe Bier getrunken, eines Jahr. Das hat gereicht. Haben lecker gegessen. Da waren wohl auch noch ein paar. Ja, da waren auch Strickerinnen dabei, die, glaube ich, nicht aus der Podcasting auf Deutschgruppe waren. Also echt nett. Ja, und dann bin ich wieder nach Hause. Erstmal am Busbahnhof von so dämlichen Betrunkenen angelabert worden, ob ich nicht im Bus mal eben eine Nummer machen möchte. Dann habe ich gesagt, es ist kein Platz da, weil ich habe ja hier so eine große Wolltasche. So, super. Dann kam der andere Bus nicht. Das heißt, unser Bus ist die ganzen Dörfer abgefahren. Dann hatte meine Bahn 50... Die Bahn vor meiner Bahn hatte 50 Minuten Verspätung. Aber ich habe die dann genommen, war mir egal, ob das mein Zug ist oder nicht. Ja, und dann nach München. Ja, und dann war ich irgendwann um 2 Uhr in der Nacht nach Hause, zu Hause. Zu spät da. Na, ich glaube, es war 2, kurz vor 2. Kurz vor 2 war ich wieder zu Hause, voll geflasht mit allen Eindrücken. Und ich habe jetzt bestimmt die Hälfte vergessen und erzähle zwischendrin dann noch was darüber. Also es ist heute sehr, sehr, sehr durcheinander. Ja, und dann am Sonntag sind wir im Bus gestiegen und sind lange Bus gefahren hierher. Wie lange war es? 10? 10 Stunden, glaube ich. Ach. 10 Stunden. Und dann am... Ach, das hat Spaß gemacht. Na, am Montag haben wir nichts gemacht, ne? Ja. Und heute haben wir eigentlich auch nichts gemacht. Heute waren wir in der alten Wohnung, um die Webcam zu holen. Und haben uns ein bisschen verlaufen. Sind ungefähr den doppelten Weg gelaufen. Ja, irgendwie schon. Man sollte meinen, ich kenne mich hier aus. Aber nein. Ja, wir haben den Hund liegt durch den Wald gemacht. Der Hund liegt auch hier zu unseren Füßen flach wie so, wie erschossen. Und dann haben meine Brüder heute noch Munition unten mit meinem Freund gemacht. Und wir haben noch ein bisschen die Waffen angeguckt. Und sonst haben wir heute auch nicht viel gemacht. Nee, es war es eigentlich. Abend gegessen und sonst eigentlich nicht mehr viel. Ja. Ja. Und morgen, wo gehen wir morgen hin? In den Zoo. Welchen Zoo? Ich weiß nicht, welcher was. In die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Bin mal gespannt, da war ich selber noch nicht. Da kommt der Hund dann auch mit. Der kommt der Hund auch mit. Der muss 5,50 Euro Eintritt zahlen. Also Hund, guck dir morgen besser die Tiere an, weil du musst auch Eintritt dafür zahlen, damit es sich lohnt. Das interessiert dich nicht. Ich glaube auch nicht. Dann wollen wir mal loslegen mit den Sachen, die wo ich fertig habe. Kurz vor der... Ich bin auch schon wieder so ein Honk. Doch nicht. Ich muss gucken, ob ich hier die Shownotes, nicht die Shownotes, mir hier aufgeschrieben habe. Oh, ich habe eine Nachricht. Mir hier aufgeschrieben habe, wie viele Meter das waren. Mann. Habe ich natürlich nicht. Super. Ich glaube, es sind 310 Meter. Ich habe ja hier meinen Die Dream Kammzug, den ich im Adventskalender. Oh, hier ist die Farbe schön, oder? So, hier. So lila-pink. Lila-pink, ja, hier oben passt die Farbe einigermaßen. Wenn du weiter runter gehst, ist es, glaube ich, eher dunkler. Nee, wird noch heller, wegen dem Laptop-Licht. Das ist so, ja, fokussiere. Dickes Fingering geworden. Das habe ich mit der Snyder-Spindel gesponnen und gezwirnt auf
Navajo gezwirnt auf dem Spinnrad, noch vor der Tour de Vlies, um den leer zu kriegen. Der ist fertig. Und ich glaube, es sind 310 Meter. Und der ist... Weicher als der andere. Weicher als der andere, immerhin. Warte. Nicht mal weg. Ja, aber nicht auf den Boden schmeißen. Das ist fertig. Dann ist fertig, was ich letztens auch noch auf den Nadeln hatte. Der Klapproctus von, ich kann es nicht lesen, Loredana Giran Ferri. Das ist aus der Wollmeise Pure in der Farbe Preußen Nummer 5, aber es ist ein Real Different, also ist nicht ganz die Farbe. Und das ist ein schön großes Tuch geworden. Kannst du das Kopftuch hernehmen? Nö, das kannst du so als Bolero auch hernehmen. Und es ist kuschelig. Mhm. Und schön groß. Und es ist halt ein schönes Muster, aber ich kann Wollmeise definitiv nicht für so Fallmaschenmuster empfehlen, weil das hat sich alles richtig verhakelt. Also die Fallmaschen da rauszukriegen war kein Spaß. Aber sieht echt cool aus. Ja, sieht cool aus. Machen wir das. Und lass uns da hinpacken. Dann habe ich fertig und ihr habt das noch nicht gesehen. Die habe ich sogar relativ schnell fertig bekommen, die Jacke, die ich hier gerade anhabe. Das ist die, mache ich gleich, ist die Rosemary and Thyme von Alicia Plummer. Das habe ich aus der Drops Bumulin gemacht, in der Farbe Beige, glaube ich, oder Natur. Ah, hier steht das einmal drauf und hier ist die Wolle und fass die mal an. Ist wie Paketband, ne? Damit zu stricken hat keinen Spaß gemacht. Aber so ist es aber schön. Ach, die Jacke, gewaschen ist schön weich. Also das mit dem Leinen stimmt, je öfter man das wäscht, umso weicher wird's. Und das ist hier 53% Baumwolle, 47% Leinen. Und die Jacke habe ich wirklich in einer Woche fast fertig gestrickt. Sie ist auf Nadelstärke Nummer 6 und ich habe meine Jogginghose an. Ist sie nicht hübsch? Ich habe hier die Fransen auch dran gemacht. Sie passt so ganz gut. Nur das einzige Problem, was ich habe, ist, dass sie mir ständig hier so die Schultern runterfällt. Also ich glaube, ein Ticken zu groß oder so. Aber ich habe die super gerne an. Und das Einzige, was ich habe mich komplett an die Anleitung gehalten, weil ich auch die Maschenprobe mit Nadelstärke 6 erreicht hatte. Das Einzige, was ich anders gemacht habe, ist hier am Rand fokussiere. Habe ich ein I-Cord Bind-Off gemacht statt dem normalen, weil der einfach super ordentlich ausschaut. So, wieder hinrücken. Kannst auch wieder näher kommen. Dann habe ich fertig, was ihr nicht gesehen habt, wo ich auch den I-Cord Bind-Off ausprobiert habe. Es sind keine Fäden vernäht und nichts. Und zwar ein Newborn Vertebrae von Kelly Brooker. Das ist aus der Citron Trekking XXL. Und da haben wir auch den I-Cord Bind-Off. Ich finde den einfach hübsch. Sieht denn. Die Sachen sehen dann aus wie gekauft. Und das ist ein Nierchen für eine Freundin, die ein Baby erwartet. Auch sehr schön. Und weil das Sockenwolle ist, kann man es auch schön in die Waschmaschine schmeißen. Dann habe ich aus der gleichen Wolle, auch noch ohne Fäden vernäht, eine Pepita gestrickt. Da habe ich auch noch keine Knöpfe und nichts. Und auch noch nicht hier den Zwickel geschlossen, der ist auch noch offen. Was ist das? Zum Babystrampler. So. Normalerweise ist bei der Pepita hier an den Füßen noch die Socken mit eingestrickt. Aber das habe ich jetzt weggelassen. Ich weiß eh nicht, wie lange das Baby anziehen kann und so. Kann das vielleicht noch länger anziehen. Das ist so ein süßer kleiner Strampler. Der ist auch fertig. Dann habe ich auch noch fertig, aber schon weggeschickt. Und zwar in der Wünsch-dir-was-Gruppe hatte mal jemand nach so Butterstatuen gefragt. Ich hatte noch 3 rumliegen, die ich eh nicht benutzt habe. Die habe ich ihr dann geschickt. Weil ich gesehen habe, dass sie schwanger ist, habe ich ihr dann noch eine Babymütze gestrickt. Und zwar war das der Bali von Tinkenitz. Und das ist aus der Lana Grossa Bingo. Vielleicht verschicke ich das, stecke ich das Foto noch rein, aber ich weiß es nicht. Dann habe ich noch fertig den Free Color Cashmere Cowl von Joshi Locatelli aus, ja,
Na, Katja-Wolle, die ich bei der Eröffnung vom Wollgeschäft hier unten entstehle, wo wir heute vorbeigelaufen sind. Das, wie hieß das? Luftmasche heißt das. Ist neu eröffnet worden und da habe ich das gekauft. Und der ist weder gewaschen noch gespannt, aber ich hatte ihn schon an. Na? Und ich habe extrem professionell die Fäden hier vernäht. Sieht das nicht schön aus? Oh, falsche Richtung. Spiegelverkehrt. Das ist und blöd. Das ist irgendwie Wolle und Seide. Und das ist ein wunderschöner Halsaufwärmer. Ja, ein schönes Halstuch. Je nachdem, wie man es sich hinwiegt, hat man ein anderes Muster. Und ist schön warm, ne? Mhm. Also die hat mir bei der 50 Minuten Bus, nicht Bus, Zug, Warterei gute Dienste geleistet. Ich mache das einfach hinter an die Tüte. Ah, super. Und dann kannst du den auch gleich hinpacken. Ja. Dann in Arbeit habe ich auch einiges. Bei dem Rosemary and Thyme gab es eine Anleitung für 50% weniger. Und das ist Parsley Sage oder Sage von Melissa Sashwary. Das stricke ich aus der Drops Love You 5, dieses 100% Baumwolle. Und da habe ich gerade die Ärmel stillgelegt. Ich habe die Befürchtung, es ist zu groß. Das hier ist mal so eine, wird mal so eine Kapuze. Muss man nur noch zusammen machen mit dem Free Needle Bind Off. Und die ist ganz schön schwer. Das liegt wahrscheinlich auch im Teil. Ja. Nee, nicht an den Nadeln. Nee. Die ist einfach so schwer, weil das ist eine schöne Nadel. 100% Baumwolle ist. Das ist auch auf Nadelstärke 6. Und richtig schwer jetzt schon. Und diese Drops Love You 5, die gab es dann eh reduziert schon. Und dann gab es sie nochmal reduziert. Und da habe ich einen richtigen Kaufrausch gekriegt. Habe nochmal ganz viel davon gekauft. Auch noch ganz viel von dem Weißen, weil ich glaube, das nicht reicht. Wie viel machst du die? Wie weit machst du die noch? Da muss ich noch alles machen. Die, so ist jetzt die ist jetzt erst hier. Und die machst du genauso groß wie die? Die wird noch weiter runter gemacht, ja. Ja, da habe ich ein bisschen zugeschlagen, als sie dann nur noch 90 Cent gekostet hat. Habe ich alle möglichen Farben und auch nochmal 5 Knoll hiervon gekauft. Und habe dann sogar ein Strickmuster von denen geschenkt gekriegt. Ja, vom Wollfest. Hast du den ganzen Koffer Wolle mitgebracht? Vom Wollfest. Also das ist in Arbeit. Die lag jetzt sehr lange rum. Die habe ich bestimmt einen Monat nicht mehr angefasst. Ja, dann habe ich meine Restedecke regt mich auf, weil man sie zusammennähen muss. Und ich weiß nicht wie. Ich habe verschiedene Arten ausprobiert und alles funktioniert nicht so, wie ich es will. Deswegen habe ich einfach eine neue angefangen. Wenn jemand Sockenwollquadrate braucht, die ungefähr eine Kantenlänge zwischen 10 und 11 cm haben, er soll sich melden, er kann von mir einen Stapel haben, die brauche ich nicht mehr. Entweder ribbel ich sie auf oder jemand von euch kann sie gebrauchen. Und das ist die neue Restedecke, wo die Quadrate direkt aneinander genäht werden. Und da habe ich zwar 1 Million Enden zu vernähen, aber sie gefällt mir besser. Sieht schön aus. Und ja. Was wird das? Eine Restedecke. Das wird irgendwann eine richtig große Decke. Irgendwann. Ich brauche auch mehr Reste. Ich bin die ganze Zeit jetzt auf eBay am Gucken, so Wollreste. Aber bisher verpenne ich einfach die Auktionen. Oder es sind nur so Auktionen, wo auch noch richtig große Knäuel sind. Und ich will ja richtig bunte, kleine Knäuel. Ich glaube, hier brauche ich für ein Quadrat irgendwie 4 bis 5 Gramm, also ganz wenig nur. Sieht gut aus, so verschiedene Farben. Das heißt, ja, bunt. Das wird ganz bunt. Das sind nur Reste von Sockenwolle. Alles nur Sockenwolle? Alles nur Sockenwolle. Warte, ich kann es auch dahinter wieder ziehen. Nee, das gehört ja hier rein. Hier rein in die Restetasche. Ich liebe Essen. Damit ist die Stadt gemeint. Man kann es auch anders sehen. Dann habe ich letzte Woche noch angefangen, eine Babydecke, soll es zumindest mal werden, in weiß und beige. Und das ist eines der Quadrate. Ist doch nicht hübsch, ein Haus. Das sind immer so 3x3 Quadrate und dann noch eine schöne Kante drumherum. Ob sie jemals fertig wird, weiß ich nicht. Weil das ist 100% Poly und die Wolle kann ich nicht so gut verstricken. Das ist cool mit dem Haus. Mhm.
Dann habe ich noch das erste Knäuel aus Leipzig habe ich angestrickt. Aus vom Wollefest in Leipzig. Und zwar das hier. Mit dem wunderbaren, super coolen Lederhosenmaschenmarkierer, den ich geschenkt gekriegt habe von der lieben Ankita. Ankia. Oh, ich weiß ihren Namen nicht, ich bin so schlecht. Und das wird mal ein Landlustuch geschickt gestrickt. Was ist ein Landlostuch? So heißt das Tuch. Ach so. Und die Farbe von der Wolle ist Bauerngarten und das ist die 100% Merino. Superwash, Fingering und 400 Meter Lauflänge hat sie. Und ich habe hier noch einiges im Knäuel. Und die Wolle ist von der lieben Zauberwiese. Immer mit dem links und rechts. Oh, ich halte die Internetadresse zu, ist auch gut. Huch, huch. Aber den Link packe ich auch in die Shownotes rein. Das kannst du ja wieder einpacken. Auf die Nadeln schön aufpassen. Dann habe ich immer noch auf den Nadeln die Mrs. Jones von Melnitz aus der Dye-for-Yarn-Wolle. Das ist auch mit Wolle vom Leipziger Wollefest, fällt mir gerade so auf. Die ist ein bisschen gewachsen. Kannst du mal so hochhalten, genau. Die sind grau und in rosa. Halten wir einmal das Warte mal so. Lace-Muster daran. Huch. So. Und das ist Dye for Yarn. Wie die Farben jetzt heißen, weiß ich nicht mehr. Die ist ein bisschen gewachsen, aber ich habe diesen einfachen, wie heißt das? Ich weiß nicht, ich kenne mich damit nicht aus. Kraus-Rechts-Teil, den habe ich jetzt zum dritten Mal, mache ich den jetzt. Den habe ich schon zweimal aufgeribbelt. Boah. Wieso? Weil ich immer falsch gemacht habe. Ich habe immer falsche Zahlen und das hat mich aufgeregt. Aber die ist jetzt momentan wieder mehr in Arbeit, habe ich bei der Busfahrt auch gestrickt. Ich habe jetzt von der grauen nicht mehr ganz so viel übrig. Aber von der Rose habe ich noch einen ganzen Haufen übrig. Ich werde auf jeden Fall versuchen, noch ein Lace-Teil, vielleicht bis zur Hälfte zu machen und dann mit dem Rest Grau, was dann am Ende noch übrig bleibt, noch mal eine Kante zu machen und dann fertig. Irgendwann. Dann habe ich noch in Arbeit. Für die Busfahrt bräuchte ich ja was Langweiliges. Also für die Busfahrt nach München hin. Und da habe ich einfache Stinos angefangen für einen Freund, der ist Borussia Mönchengladbach-Fan. Und da habe ich den ersten schon fertig. Das sind ganz normale Stinos. Ich habe zwischendrin nicht mehr gewusst, wie diese Käppchenferse geht. Angie hat mir aber auch nicht geholfen, mit der ich da gerade geschrieben habe. Und das ist dieses Hebemaschenmuster, was Karina auch schon mal hatte, dessen Name ich gerade nicht weiß. Da ist der erste schon mal fertig. Das ist aus der Schachenmeier Regia Stadion, glaube ich, heißt sie. Und Oh, passend. da ist der zweite Socken. Das Bündchen habe ich schon. Ich habe noch einen Streifen, dann kommt da auch wieder die Ferse. Oh, die nehme ich morgen mit ins Zoo, glaube ich, weil die kann ich auch während dem Laufen stricken. Stricken zu. Ja, stricken im Zoo. Dann habe ich noch auf den Nadeln einen etwas komplizierteren Socken. Und zwar ist das Bastel, heißt der, von General Hockbuffer, keine Ahnung, aus Lidl-Sockenwolle. Und die sind verzopft und zwar vorne und hinten mit verschiedenen Zopfmustern. Oh, jetzt habe ich dagegen gestoßen. Ein bisschen höher. Verschiedenen Zopfmustern. Das ist vorne. Und das ist die Rückseite. Und ja, die kann ich nicht ohne Anleitung stricken. Aber die sind auch in der Mache. Viel zu herzeigen. Ja, dann habe ich noch, wie immer,
Immer noch nicht weiter, immer noch nicht weiter. Also hier habe ich ein bisschen weiter gestrickt. Das ist mein Hitufude, den stricke ich aus der Drops Fable. Und ich glaube, ich bin jetzt bei der 11. oder 12. Wiederholung von irgendwie 20 oder so. Keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ja. Dauert. Dauert. Aber der geht auch voran. Das ist der Hitufude Cardigan von Hiroko Fukatsu aus der Drops Fable. Und als letztes habe ich noch auf den Nadeln meinen Featherweight Cardigan, wo ich jetzt aufpassen muss, damit ich hier nicht irgendwas kaputt mache. Brauchst du Hilfe? Ja. Genau, mal halten, mal hier Nadeln rausziehen. Beim Featherweight habe ich jetzt Ärmel Nummer 1 fertig. Hier musst du bei den Nadeln aufpassen, genau. Kannst du loslassen? Gut. Hier noch rausfuschen. Was ist das da? Also, genau, halt mal den ersten Ärmel. Ärmel Nummer 1 ist verdreht, aber fertig. Ich habe den jetzt. Halt mal hier fest. Also so sieht er aus. Der geht mir ungefähr bis hier, also nicht bis ganz runter. Ich habe es wieder mit der Alpaka Drops Lace abgekettet. Also so ein Bündchen dran gemacht. Und Ärmel Nummer 2 ist gerade in der Mache. Er fängt nicht genau da an, wo Ärmel Nummer 1 anfängt. Aber ich hatte keine Lust mehr, weiter im Knoll zu suchen. Unten ist schon das Bündchen dran. Das heißt, nur noch, in Anführungszeichen, der zweite Ärmel und dann die ganze Kante, die ich auch wieder aus der Drops Lace mache. Wie lange ich dafür brauche, noch weiß ich nicht. Den habe ich, glaube ich, im Januar angefangen. Also noch eine Weile. Ja, aber bis zum nächsten Wollfest ist er fertig. Wann ist das? Nächstes Jahr. Nach jedes Jahr einmal. Ja, genau. So, das waren so die gestrickten und fertigen Sachen. Auf dem Spinnrad habe ich momentan die weiße 2 Kilo Wolle, die ich da dreifach verzwirne. So zum Spinnen habe ich momentan keine Lust, wobei jetzt mit meinen Einkäufen wieder mehr. Also ein bisschen mehr Lust. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu krass für euch, wenn ich hier so durchhaue, du bist gar nicht mehr richtig im Bild. Oh. Aber es ist spät. Es ist spät. Irgendwann in den 3 Monaten, die zurückliegen, hatten wir mal einen Strickausflug und mit meinem Stricktreffen. Und eine von meinem Stricktreff war bei der Wollmeise. Und sie hat mir was mitgebracht. Das ist das hier. Oh, das müsst ihr nicht sehen, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Viel zu viel. Und sie hat mir was mitgebracht. Damit fangen wir nicht an. Es knistert und knattert heute in der Folge. Das tut mir sehr leid, wenn ihr sie mit Kopfhörern hört. Was mir auch gerade auffällt, ich habe ja keine extra Audioaufnahme gemacht, aber... Was heißt extra Audioaufnahme? Ich mache immer Audio und Video extra. Aber ist egal. Sie war bei der Wollmeise für mich. Und sie hat mir einen Strand Pure in der, wo bist du, Farbe Mancherie mitgebracht. Und das ist halt so ein braun-lila, ja, wie würdest du es beschreiben? Ein bisschen schwarz. Bisschen schwarz. Sieht schon ein bisschen aus wie so ein Mancherie. Also man sieht es jetzt... Also ein bisschen pink, lila, ja. Braun-schwarz. Ich muss ein bisschen lauter sprechen. Man sieht es hier in den Farben jetzt ganz schlecht. Es wird auch nicht besser. Das sieht eher nur schwarz aus. Ja. Jetzt kommt das Lila ein bisschen hier so. Oh ja, jetzt hat. Ja, so ungefähr. Ganz schön. Was das mal werden wird, wahrscheinlich ein Hitchhiker oder ein Multnomer. Mal gucken. Wieder hinein. Und dann hat sie mir 2 Stränge Lace in der Farbe Ruby Thursday mitgebracht. Und ich habe ihr gesagt, sie soll ungefähr gucken, dass das gleich ist. Und die hat das ziemlich gut getroffen. Und das ist halt so ein richtig schönes, sattes Rot, oder? Mhm.
Und das ist halt wohl ein Fehler. Fehler-Skien oder so, keine Ahnung. 525 Meter. Und hier sind zum Beispiel zu viel. Das ist hier der Fehler. Das sind 324 Gramm. Und was hier der Fehler ist, weiß ich nicht. Hier ist nur ein F-Punkt drauf. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Vielleicht ein Knoten oder irgendwas oder mehrere Knoten. Mal gucken. Und oh, hier sieht das Rot schön aus. Ha? So sieht es auch in echt aus ungefähr, oder? Ja, so ungefähr. Also richtig knalliges Rot. Und aus einem von den beiden soll wahrscheinlich auch ein Featherweight Cardigan werden. Der dann nie fertig wird. Und vor allem, wer zur Hölle wickelt die 300 Gramm? Mein Wollwickler schafft es nicht. Ich glaube, ich muss das der Wollmeisenkönigin bringen. Die hat nur Wollmeise. Die kennt auch alle Farben auswendig. Die hat sie mir auch mitgebracht. Aber die ist auch schon weich. Es gibt weichere, aber ist schon weich. Also was man ja sagen muss, die Wollmeise macht schöne Rottöne. So. Ja. Ich brauche noch einmal die Tasche, die lila, ne? Ja, weil da steht der Name von dem Schaf drin. Dann geht's mal los mit dem Wollfest. Genau, fangen wir am besten mit der an. Ja, warte. Und zwar habe ich ein Kilo alpines Steinschaf gekauft. Und das hat auch einen Namen, das Schaf. Hier oben. Gefries. Mit Friedhofsmuster. Nee. Friedhofsfrisur. Gefries mit der Friedhofsfrisur heißt das Ding. Der Philipp holt's mal. Hier haben wir das Schaf. Es riecht nach. Hey, Judina, hör auf, den Zettel zu schlagen. Weiß nicht. Und wie findest du es von der Weichherzigkeit? Ist eher ein bisschen... Bisschen rau, aber genau. Nicht zu rau. Nicht zu sehr darum wurschteln. Mal gucken, das soll so eine Gassi-Gehjacke werden. Irgendwann mal. Hast du noch ein paar Jährchen Zeit? Und jetzt, warte mal, jetzt holst du dann die Ikea-Tüte und packst dann alles da wieder rein. Gut. Also das ist einer der ersten... Stell die einfach da hin. Das heißt leider wieder so viel. Ja. In die Tasche. Der Hund schläft hier mit uns in der kleinen Küche. Ist alles etwas eng. Ja. Und jetzt ist alles umgefallen und die ganze Wolle ist auf dem Boden. Und ich finde das nicht lustig. Ich aber nicht. Ich muss wieder aufheben. Ja, vor allem hast du das jetzt alles miteinander Oh Gott. Ja, das kriegt man schon wieder auseinander. Katze. So, das war einer der ersten Wollkäufe. Dann machen wir mal weiter. Was jetzt? Was du möchtest, du darfst es aussuchen. Ja, da gehören aber die Maschenmarkierer und die Tüte auch dazu. Das hier? Nein, das da, die Tasche, genau. Da war ein Spendenstand, wo gestrickte Schals und Taschen und so waren. Jetzt musst du aber da bleiben, Pascha, du kommst hier nicht mehr raus. Und zwar war das ein Stand von Stern. Ja, warte. Du kannst schon mal die Tasche herzeigen. Sternschnuppe e.V. Die haben das genäht. Und alles, was man da gekauft hat, war natürlich für den guten Zweck. So. Genau, einfach schön herzeigen. Kannst auch mal das Bändchen da herzeigen. Das Bändchen ist ja. Das hier ist der Flyer. Hier sieht man das mal. Die machen halt... Die helfen halt so bei diesen Notfall-Teddys, die es in Rettungswagen und so gibt. Und so ein Bändchen. Nee, erst die Maschenmarkierer, dann den Schal. Der ist zu was anderem. Das sind die. Da habe ich halt Lose gekauft. Die Maschenmarkierer. Warte, ich mach mal raus, das sieht man dann besser. Ja, mach mal einen raus. Und die Tasche gekauft. Hier. Und da geht halt alles, was man. Ja, so. Sehr schön. Fokus sieht schön. Sehr hübsch. Ja, das ist eigentlich der einzige. Die sehen alle ein bisschen anders aus. Da ja. Drei sind alle Art Rosen. Du musst auch gucken, dass du im Bild bleibst. Ja, ich bin im Bild. Ich rutsche mal was rüber. Und da habe ich dann noch Lose gekauft und habe natürlich nichts gewonnen. Aber immerhin war es für einen guten Zweck. Und dann haben wir da einen Schal habe ich noch gekauft. Das ist einfach so ein...
So ein ganz einfaches Tuch, Schal, Dingens. In der Kamera ist es ein bisschen regenbogenfarben aus. Ja, es sieht auch in echt ein bisschen regenbogen. Guck mal so. Ja, vor allem hier unten das da. Habe ich gekauft. Und das ist dieses Tuch, Pullomi Klein. Und hier ging das für die private Katzenhilfe. Und die Kerstin hat die gestrickt und die Designerin ist Simone Eich. Color me in, nicht pull me in. Und das ist ein Schoppelzauberball Herbstwind. Oh, das ist aber ein schöner. So einen könnte ich auch mal kaufen. Hier, ich wusste gar nicht, dass es... Ja, das sieht wirklich schön aus. Und das ist halt nur so ein... Ja, so. Ich finde es aber ganz schön. So für den Winter, wenn man nur mal eben was zum Hals abdecken braucht. Ich mag eh dann mehr so kleine Sachen wie so große. Und das ging an die private Katzenhilfe und ach, da waren so schöne Tücher. Ich hätte am liebsten alle gekauft. Ja. So, dann kannst du die drei Sachen schon mal wieder da reinpacken. Ja. In die Leute. Und da bei dem Spendenstand, da hätte man auch gegen eine kleine Spende seine Wolle, seine gekaufte wickeln können und alles. Also die waren echt nett da und die hatten richtig viele Sachen da. Alte Magazine, so kleine gestrickte Voodoos und richtig cool. So, dann geht's weiter. Ah, da war sie. Ja. Dann war ich einkaufen bei Dai vor Jahren. Irgendwie komme ich um die nie rum. Und da habe ich ein Lace Baby Alpaka mit Seide. Das sind 100 Gramm und 800 Meter in der Farbe Hard Candy. Also es ist so ein, ja, pink, rosa. Na, in der Kamera ist es ein bisschen krasser, wie es in echt ist. Ja, aber schön weich ist es. Richtig weich. Daraus muss ein schönes Tuch werden. Mhm. Wie viel Meter sind das? 800. Coco. Und dann habe ich auch noch bei Dai vor Jahren 100% Seide mit 750 Gramm in der Electric Light Purple. Und das sieht jetzt leider nicht so krass aus wie sich. Das ist ein richtig heftiges Lila. Lila. Also richtig schlimm Lila. Man sieht das leider nicht so, wie es ist. Also es leuchtet richtig schon. Ja. Ne? Ist auch schön. Sehr schön weich. So, dann das nächste. Dann das nächste. Ach, ist ja noch genug da. Ja. Oh, ich finde den hier schön. Musst nur aufpassen, dass nichts runterkommt. Ja. Hier ist auch die Tasche sehr schön. Du musst nur wollen. Haha. Das ist, halt mal, du kannst schon mal auspacken. Versuch erstmal alles hier hinzuleeren und dann lass es auch am besten ausgepackt. Und vielleicht nicht auf die Maus drücken, weil ansonsten stoppt vielleicht die Aufnahme. Das weiß ich nicht. Das ist alles Wolle von, ich muss auch immer die Dinge hier rausholen, filzlinge.de. Erst die anderen, den zum Schluss. Den. Und dieser Stand, den habe ich mit Angie besucht. Da wird die Angie euch auch noch einen zeigen. Der sieht aus wie ein Cocktail, so ein Gelb mit Rot, Orange, richtig schön. Und die Angie hat mir auch zu diesem hübschen Kammzug hier verholfen. Das ist sehr lang. Ja, du kannst ihn hier so zusammenbringen und dann zeigen, guck. Ne, nur von einer Seite drehen, dann wird das so eine Schnecke. Guck, da sieht man alle Farben. Und das ist halt wie ein Regenbogen. Das sind 102 Gramm. Und es ist falsch rum. Huch. 100 Gramm, 100% Wolle. Und das, also das sieht einfach nur cool aus. Die ist auch schön weich. Die ist wirklich schön weich. Also richtig schön. Dann den zweiten, also den ersten hat ja Angie ausgesucht. Den zweiten habe ich mir selber ausgesucht. Oh, 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 hier stimmen die Farben nicht. Nee, das ist eigentlich ganz anders. Oh, oh. Also das... Das Lila und das Rosa stimmt. Das Grün nicht. Das Grün stimmt leider gar nicht. Also hier ist so, ja. Was liegt? Grün, Türkis, Lila. Vielleicht werden wir es mal zusammenpacken. Das ist 50% Wolle, 50% Seide, auch von Filzlinge. Also ihr Stand war eh traumhaft. Da hätte ich alles kaufen können. Und das ist halt so richtig schön. Ja, leider nicht. Also dieses, das heißt, die Farbe passt leider nicht in der Kamera. Nee, leider nicht. Das hier ist
dieses, was hier so türkis ausschaut, ist grüner. Aber das Lila und so stimmt schon. Es ist halt alles ein bisschen leuchtender. Es ist eigentlich ein bisschen heller in echt. Ja. Wie ist da unten. Ja, nicht ganz. Aber ungefähr. Und dann habe ich einen Strang, der ist mir beim ersten Mal schon aufgefallen, habe ihn aber dann nicht gekauft. Aber die Morgi wollte ja unbedingt darauf bestehen, dass sie mir was kauft. Und da habe ich diese Puderrose Wolke. Soll ich das mal herzeigen? Mhm. Genau, 50% Wolle, 50% Seide und das sind circa 210 Gramm. Oh, schön weich. Das ist ein rosa Traum. Dann hat die Morgi gesagt, wenn ich das dünn genug spinne, könnte ich da auch sein Diachante machen. Diachante? Dieser riesige Poncho. Ach so, ja stimmt. Aber das wird so. Alles Fachbegriffe für mich. Ja, jetzt schmeißt das einfach so in die Tüte rein und damit es nicht, so, ne? Nicht so raschelt. Also das war bei Filzlinge gekauft. Was nimmst du jetzt als nächstes? Mal gucken. Die Tüte hier. Okay, die zwei da. Jo, die waren in dem Goodiebag. Das hier. Oh, ist easy auf dem Wolffest Regensburg. Die Tasche finde ich ganz cool. In der Tasche sind nochmal so Taschen von Schmeichelgarne. Die sind nicht so schön. Aber ich habe mir auch den Beutel von der Carina geschnappt. Weil sowas kann man immer mal gebrauchen, um irgendwas aufzuheben. Und hier muss ich eh alles vor Tieren schützen. Und was ich, also dann waren da noch Knöpfe drin. Ich habe meine der Carina geschenkt. Und ich muss sagen, das waren keine hübschen Knöpfe. Also die hätte man sich auch sparen können. Dann lieber einen hübschen Knopf, so einen Holzknopf oder so, dann lieber nur einen. Und was auch drin waren, waren drei Magazine, aber alle irgendwie von 2014. Also, dass man keine aktuellen nehmen kann, ist mir schon klar. Aber wenigstens eine von diesem Jahr, ich weiß nicht, da hätte man ja gleich irgendwelche nehmen können. Finde ich ein bisschen doof. Und das sind halt auch so Magazine. Also, es ist ein Molly Makes drin, das ist ganz cool. Dann ein Stricktrends, wo der erste Pulli gleich... Würdest du den anziehen? Also mit so Boppeln und Zöpfen also. Und so einem ganz schrecklichen Kragen. Also ich finde, der sieht schrecklich aus. Ja. Dann das Molly Makes war da drin. Aber passend zur Mütze. Ja, die ist auch nicht schön. Und eine Sabrina war da drin, wo mir jetzt, glaube ich, eine Sache daraus gefallen hat. Also ich weiß nicht. Irgendwie hätte man sich dann die Magazine auch sparen können. Ja, gib sie mal her. Die tun wir wieder rein. Ja. Und vor allem hätte man sich die Knöpfe sparen können. Und es war Wolle drin. Das hier war in meinem drin. Katja Cup Basic. Ich habe es mir noch gar nicht genau angeguckt. 53% Schwurwolle, 47% Acryl und Nadelstärke steht das mit drauf. 8 bis 9. Also das ist auch richtig dick. Das war bei mir im Knäuel drin und dann das war bei der Carina drin. Das darfst du mal herzeigen. Love Wool 100% Natural. Was steht da? Da steht, warte, 85%, das fokussiert leider nicht. Ja, da jetzt hat Virgin Wool und 15% Alpaka. Ja, das ist, ja, kann man schon. Bisschen rau. Bisschen rau und das ist halt fast noch dicker wie das andere. Aber Carina strickt nicht mit so dicker Wolle und na, vielleicht mache ich mir daraus so eine Mütze. Das als Bündchen, das oben drauf. Okay. Also, kann der gleich ganz drauf machen, so als, als Bommel. Als Bommel. Das war im Goodiebag drin. Und da gab es wohl ein paar Probleme. Es war wohl irgendwie mal so, dass nicht alle ein Goodiebag kriegen, nur die, die wo das ganze Wochenende da sind. Und dann war es wieder doch anders. Also ganz, ganz komisch. Ja, jetzt muss ich hier mal ein Kärtchen suchen. Du kannst es schon mal herzeigen. Das ist Wolle von Wolle verliebt. Du musst immer alles vorlesen, was da drauf steht. Eine, ja, ich weiß nicht, was soll ich da alles vorlesen? Das ist alles, ich... Ein Unikat, hier, Merino Extra. Genau, extra fein, 100% Schurwolle. Lauflänge 310 Meter, sind 100 Gramm, das steht hier. Halt, da, so. Genau. Und dann musst du noch die Farbe Gewicht 100 Gramm.
Das ist so ein ja, grau, grau-schwarz. Grau-schwarz. Musst du gucken, dass bisschen, man es in der Kamera weiß. Sieht. Ja. Und dann ein zweites. Auch Wolle verliebt. Das ist auch ein extra Fein. Hier. 100% Schurwolle. 310 Meter. Das ist eigentlich genau das gleiche. Wo steht der? Also so eher so ein Lila ist das. Ein bisschen Lila. Man sieht es hier oben. Ein bisschen Pink vielleicht noch dabei. Ja. Daraus wollte ich vielleicht ein Tuch machen, ein zweifarbiges. Ich weiß es nicht. Und hier habe ich gerade noch, ich habe die ganzen Kärtchen ins Goodiebag geschmissen. Ihre Karte. Und da unten sind ihre Daten. Sie hat, glaube ich, doch hier oben ist der Shop. Jo. Dann machen wir weiter. Das ist ja noch nicht alles. Als ob das nicht reichen würde. Ein bisschen. Was gibt's noch? Machen wir alle raus. Einfach einmal alle rausholen. So, alles draußen. Genau. Dann gibst du mir zuerst den bunten, den rosanen. Ja. Dann ja. Gab es einen Stand von Schoppel. Da konnte ich natürlich nicht widerstehen. Und habe mir einen Ball gekauft. Das ist die Farbe Wolke Nummer 8. Und das ist ein rosa und ein grau. Und das ist, glaube ich, so ein crazy Zauberball, genau. Boah, ich glaube, daraus werden Socken oder Stulpen oder irgendwas. Es ist rosa, grau und weiß und bisschen blau. Bisschen lila. Und das sind halt meine Farben. Also kam der mit. Ich habe auch einen Zauberball für meine Mama gekauft. Irgendwie der mit Fischen, dieser verrückte bunte. Und die will sich daraus ein Tuch stricken. Dann war ich am Fair-Alpaka-Stand. Das ist 100% Alpaka, 100 Meter. Also hier. Baby Alpaca Decay. Und das ist die Farbe. Na, die Farbe musst du nicht. Die, okay. Die musst du nicht vorlesen. Und da ja. Habe ich drei Knäuel gekauft. Ja, so ein blau. Ja, ganz dunkles Blau. So, die Farbe stimmt ungefähr. Mhm. Ja. Ja, eher sowas ist das. Dann so ein blau geheffertes. Und dann noch ein graublau. Und daraus wollte ich ursprünglich einen Pullover für den Mann stricken. Dem habe ich heute die Wolle gezeigt und dann hat er gesagt, das muss kratzen, weil da Härchen sind. Aber, glaubst du, dass die kratzen kann? Nee, wahrscheinlich ja nicht. Also ich mache ihm daraus mal so vielleicht eine Mütze, eine dreifarbige Mütze. Den drei? Irgendwas, was er mal aufziehen kann oder anziehen kann und dann sagt, oder ich mache so Handstulpen daraus. So wie du für die... Mama, mach das. So Handstulpen, die kann er dann mal anziehen. Ich kann sie dann tragen. Damit er es mal testen kann, weil ich würde gerne für ihn einen Pullover strecken, und zwar den Flex von Tinker Knits, aber ich weiß noch nicht aus welcher Wolle, weil er ist da so empfindlich. Und was ich ganz cool fand, ist ihre Farbkarte. Und was ich halt super cool fand, dass sie die Qualitäten, also dieses Bulky Decay, nicht so viel raschen. Ja, ich probier's ja. Dass sie das damit noch draufgeklebt haben. Und hier hinten die Maschenproben. Ja, echt cool. Also die Musterkarte, die gefällt mir echt gut. Ich habe schon viele gesehen, aber die ist echt die coolste. So, das nächste, das hier. Oh ja, warte, ich muss die Karte holen. Als nächstes war ich bei Steffis Wolle und danke, liebe Angie, ich habe sehr viel Zeit an diesem Stand verbracht. Hier ist ihr Kärtchen, Steffis Wolle.at. Da sind ihre Informationen. Und da habe ich einmal so ein Seidenhanky, falls andersrum. Genau, so ein Seidenhanky geholt. Ein bisschen zurück, dass man die Farben sieht, so rosa-weiß. Sieht so aus, finde ich, wie so eine Blume. So hier außenrum, die Blätter. Und in der Mitte dieser... Ja. Ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Total schön. Ja, sieht schön aus. Wollte ich mal testen. Dann habe ich noch so ein Farbverlaufset geholt. 100% Merino. Und da versuchen wir mal, ohne großartig zu knistern, die Farben herzuzeigen. Sind halt so von einem ganz hellen Rosa wird es immer dunkler zu so einem dunklen Lila. Schönen Farbverlauf. Jetzt darfst du wieder. Eine. Sowas. Ja, ich weiß nicht, wie heißt das? Ein Kammzug. Kammzug. Mit schönen Blumenfarben.
so Natur finde ich, so eher mit Wald und Blumen und so. Sieht aus wie eine Blumenwiese. Echt schön. Und das ist 70% Merino, 30% Seide, 100 Gramm. Und dann? Also das hier. Das ist von der Farbe her ziemlich ähnlich. Auch so Blumen, bloß ist es rauer. Es ist rauer und die Farbe ist auch anders aufgenommen wieder. Also da sind ist die mehr Farben. Grün. Ja, und die Farben sind kräftiger. Und hier sind sie blasser. Ja, genau, und dann ein bisschen mehr weiß, finde ich. Ja, und das sind 100 Gramm süddeutsche Merino. Oh, die ist ein bisschen rauer, weil keine Seide drin ist, aber trotzdem, warm wird die trotzdem sein, oder? Ja, bestimmt. Und vielleicht daraus eine schöne Mütze im langen Auszug gesponnen. Weil kratzig ist sie nicht am Hals. Ganz leicht, aber eigentlich kaum was. Kaum was, ne? Mal gucken, was daraus wird, weiß ich noch nicht. Und das war bei Steffis Wolle. So, als nächstes habe ich jetzt also... Als ob das noch nicht alles wäre. Ja, das ist schnell hergezeigt. Zeigst du zuerst das Kärtchen? Oder ja, das Kärtchen ist hier in der Tasche dran. Danielas Wolltopf. Sieht man das? Habe ich 2 Sockenbretter gekauft für den Podcast. Einmal 41,40 und 38,39. Nur zum Herzeigen. Sehr spannend. Aber bei denen habe ich... Schade, dass ich jetzt das Knäuel nicht da habe. Welches? Bei denen habe ich letztes Jahr ein Knäuel... dieses Jahr in Leipzig ein Knäuel gekauft. Das war Lace und das war ein Farbverlauf so von grau, weiß, rosa, also meine Farben. Und jetzt überlege ich so raus... So wie das andere da unten? Ja, so ähnlich. Nee, der Farbverlauf kommt gleich noch, der so ähnlich ist. Und vielleicht daraus ein Viajante. Dann noch einen zweiten dazu kaufen und dann daraus ein Viajante. So im Farbverlauf rauf und runter. Mit Perlen unten. Das ist aber mir viel Arbeit. Das ist so viel Arbeit. Machen wir weiter mit den gekauften Sachen. Weil einkaufen wird schnell. Und es ist viel einfacher als das Selbststricken. Das stimmt. Dann habe ich bei Melino Liesel eingekauft und das war zuckersüß. Also auf dem Stand, da war wohl ihre Tochter mit dabei und die hat das wirklich super gemacht mit dem Kaufen. Ja, so das ist 50% Schurwoll und 50% Seide. Ich weiß nicht, da. So. BFL, also Blueface Lester und Seide ist das. Und das sind wie viel Gramm? 187. 187 und das ist halt so... Schön ja. Viele verschiedene Farben. Katzen. Katzen. Das ist wieder in der Papiertüte. Oh, guck sie mal da raus. Das sind so schöne lila, rosa, grau, rot, gelb. Aber guck mal, hier stimmen die Farben doch wirklich fast überein mit dem Laptop. Passt eigentlich ziemlich, ja? Ja. Und auch schön weich und angenehm eigentlich. Der ist ganz weich. Ja. Na, ja, das ist ein ganz schöner Kammzug. Von der Melino-Liesel. Dann habe ich eine Wolke gekauft. Im Leipziger. Ach nee, das ist gar nicht die Wolke. Das ist ein. Warte, wo ist die Karte? Wo ist die Karte? Habe ich da eine Karte? Das sieht auf jeden Fall so aus. Wie ein Wollrad. Oh. Man sieht das Lila gar nicht. Jetzt hier. Ein bisschen am Rand. Ein Farbverlauf, gefachte Wolle, das ist die Farbe Galaxy. Und das ist von Dannys verwickelte Farbträume. Hier seht ihr das. Jetzt. Und das ist vierfach, 525 Meter, 140 Gramm, 50% Baumwolle, 50% Polyacryl. So, diese, da ist jetzt so gar keine Wolle drin, aber es ist doch nicht... Trotzdem nicht unangenehm. Das scheint jetzt zu gefallen mit den ganzen Tüten. Und ja, die Katze findet das super klasse mit den ganzen Tüten. Die läuft hier gerade überall drauf rum. Also wenn es Krach macht, ist es die Katze. Dann so. Geht's weiter. Den machen wir zum geklaut. Nicht den Platz klauen, Tübine. Hm, Mädchen, guck mal, was für einen dicken Bauch du hast. Ja, die Kamera schummelt 10 Kilo drauf. Ist schon gut. Bist du Rinte? Tschüss. Den müssen wir zum Schluss machen. Der ist nämlich der schönste. Okay, dann lassen wir das noch weg. Dann nehme ich. Was ist da noch drin? Oh, da ist eine Wolke drin. Jetzt kommt die Wolke. Oh, habe ich im Leib. Bist du jetzt im Hund draufgestiegen? Ja.
Beim Leipziger Wollefest habe ich auch schon eine gekauft. Das ist Seidennase. Halt dies mal hin, sodass man sieht. 40% Angora, 30% Wolle und Seide, 50 Gramm. Und es ist total weich und fluffig. Wie eine Wolke. Es genau. Ist, als hätte man nichts in der Hand. Das ist total angenehm. Weich und fluffig eigentlich. Ganz und weich. Riecht auch angenehm. Hm? Na, eine Wolke von Seidenhase. Den musst du aber wieder einpacken. So. Dann. Als nächstes. Die Tasche habe ich noch. Das war noch eine. Ah, nein, das ist noch eine Tüte. Nö, die ist nix. Ah, okay. Dann habe ich eine Tasche gekauft. Und die ist super cool. Mit Schäfchen. Die ist von Frog Designs. Hier habe ich die Karte. Kannst du mal hinhalten? Yep. Und die hatte wirklich wunderbare Taschen. Und was ich sagen muss, die schauen aus wie gekauft. Also man sieht da keine Nähte und die sind alle kerzengerade. Und sie hat... Nee, die ist genäht, selber so, genäht, genau. Von einer Frau. Und sie hat zwei Innentaschen, die man jetzt schlecht sieht. Ja. Und sie ist schön groß, das war mir wichtig. Also die ist richtig groß und die kann man in die Waschmaschine schmeißen. Und da könnte ich eigentlich gleich mal mein Hitofude, der hat noch keine Tasche, reinpacken. So, das Wasser, da kann ich jetzt den tollsten jetzt. Den tollsten, den ich nicht gekauft habe, sondern er tauscht. Ja, aber das können wir noch zuerst zeigen. Ich oder? Weiß aber nicht mehr, von welchem Stand das war. Naja, egal. Eine Tüte Schlafschäfchen-Gummibärchen. Hier. Da kennt man leider nicht ganz so gut. Mit so roten und weißen Gummibärchen drin. Ja, eigentlich alle Farben. Grün, gelb. Sollen wir die essen? Ja. Da kann ich das Tütchen aufheben. Das Tütchen aufheben. Wir können es auch einfach essen. Da kannst du ein Schäfchen herzeigen. Ich weiß nicht mehr, wo ich das dazu gekriegt habe. Ich glaube, bei der Farbverlaufrolle habe ich das dazu gekriegt. Ein weißes Schäfchen. So rum. Ja, erkennt man echt ziemlich gut. Ich nehme die grünen. Hier, ja, so sieht es aus. Und schmeckt wie Gummibärchen. Hm? Sind normal. Gummibärchen. Normal Gummibärchen, Schafsbaum. So. Und dann habe ich ja erzählt, dass ich Wolle getauscht habe. Mit der lieben Carina. Und das ist der, den sie mir gesponnen hat. No. So, müssen wir mal mit den Farben gucken. Doch, schon. Passt eigentlich gut. Es ist wunderschön, richtig, richtig bunt. Und fokussiere. Nicht den Philipp. Jetzt. Oh, wunderschön bunt und so schön gleichmäßig. Was ist das hier? Das ist von Wool Gatherings, 100% Merino Wool Top und ungefähr eine Lauflänge von 610 Meter. Und sie hat noch ihre, riech mal dran, ihre Lieblingsseife dran gepackt. Und die riecht richtig gut. Ich kann auch nicht beschreiben, was es ist, aber total lecker. Nee, schwierig zu beschreiben, was es ist. Vielleicht steht das drauf. Wo müsste ich aufmachen, um das zu sehen? Mhm. Aber ich will sie noch nicht auf. Aber die Wolle riecht auch schon danach. Richtig toll. Mhm. Das färbt so ab. Was ist das? Das kommt mir sehr bekannt vor, aber ich weiß ja, gar nicht, was ja, es ist. Ja, aber es ist so ein... Nicht noch. Es ist... Es ist auch schöne Wolle, also so hier mit einer Rose obendrauf. Da. Mhm. Und so ein bisschen verziert außenrum, so mit golden. Eine weiße Rose und dann ein paar goldene Verzierungen außenrum. Ja, sieht echt schön. Total schön. So, tue ich wieder da. Ja, und das war's. Das war's dann eigentlich. Das war alles. Du siehst aus wie im Saustall. Das könnte man später vielleicht mal filmen und dann noch hinten das Video machen. Was, den Saustall? Ja, alles hier so mit Hund und alle. Das ist schon schön mit Hund. Da müssen wir gleich noch ein Foto von machen. Ja. Ja, das war's. Sollen wir noch den aufgewickelten Strang von der blauen schnell zeigen? Ja, kannst du. Okay, warte. Also vorhin habe ich euch ja die Wolle gezeigt. Die blaue, die so verfilzt ist. Und da hat der Philipp mit mir ganz tapfer... ganz tapfer gewickelt. Und das ist das Ergebnis davon. Ist noch auf dem Ding drauf. Auf dem Wollwickler. Und vielleicht sieht man da, wie dünn das ist. Also das ist... Das hier ein Faden mal... Fast noch ist wirklich dünner wie... Fokussiert nur mich. Warte, so.
Es ist fast noch dünner wie Lays, also ein ganz dünnes Lays. Also aber die ist leider sehr verfilzt, aber die wäre sehr schön auch, weich. Die ist auch leider sehr leicht gerissen. Ja. Das war blöd. Ja, aber dann haben wir alles hergezeigt, oder? Das war's. Viel hergezeigt, viel durcheinander. Viel geredet. Viel geredet, das ja. Das wird wieder eine ewig lange Folge. Ja, 1 Stunde und 5 Minuten. Ach, plus steht. Intro und Outro. Ja, mal gucken. Jetzt heißt es alles zusammenschneiden. Mhm. Keine Lust darauf. Keine Lust darauf. Aber das ist das Schlimmste. Die Shownotes sind schon geschrieben. Ich mache jetzt keine Shownotes. Also ich schreibe jetzt nicht auf, was ich wo gekauft habe. Ich habe eigentlich überall die Kärtchen hergezeigt. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wo ich das her habe. Es war da einfach irgendwo drin. Was wollte ich gerade sagen? Wenn jemand wissen will, wo ich was her habe oder von irgendjemandem die Adresse haben will, soll er mir schreiben. Ich freue mich über eure Nachrichten, über eure Kommentare. Ich fand es ganz süß, dass alle, die mich so getroffen haben, gesagt haben, ich muss wieder aufnehmen und bla bla. Ja, ich nehme wieder auf. Ein spezielles Video mit dem kleinen Bruder. Die nächste Folge verspreche ich mal gar nicht. Ich bin immer noch im Umzug, das Wohnzimmer ist immer noch nicht fertig. Eigentlich da, wo in Zukunft mein Studio ist, wo ich dann aufnehme. Aber ich hoffe, ihr sollt mal schreiben, wieso die Qualität des Audio und Bild hier in der Küche jetzt. Wenn es dann nicht ganz so schlimm ist, nehme ich halt die nächste Folge hier auf. Und ansonsten, willst du denen noch irgendwas sagen? Den verrückten Strickfrauen? Na, ich weiß nicht, ob es nur Strickfrauen sind. Strickmänner vielleicht auch. Es hat sich noch keiner bei mir gemeldet, kein Mann, der geguckt. Doch, ein paar Freunde von Michi. Stimmt, das ist total lustig. Magst du die Geschichte erzählen? Ich weiß nicht so viel davon. Also das, was ich mitkriege, wir saßen halt am Küchentisch, haben so ein bisschen geredet. Ein paar Freunde von meiner anderen Schwester haben der Jenny ein paar Sprachnachrichten geschickt. Sehr, auch sehr lustig über ihren Kanal und wir lieben dich und es tut mir leid. Stricken im Zoo ist genau. Toll und so. Die haben sich wohl mal eine Folge angeguckt, wahrscheinlich nicht im nüchternen Zustand. Und jetzt habe ich ihm eigentlich versprochen, wenn die nächste Folge rauskommt, dann sage ich ganz oft das oft so. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt so gesagt habe in dieser Folge. Normalerweise sage ich das sehr, sehr oft. Aber diese Folge habe ich, glaube ich, so nicht so oft gesagt, weil dann habe ich ihm gesagt, dann muss ich die nächste Folge angucken und ein Trinkspiel daraus machen. Bei jedem so? Dann musst du jetzt so. Genau. Naja, ansonsten fällt mir jetzt nichts mehr ein, was wir erzählen müssten. Nö. Wie gesagt, ich freue mich über Kommentare direkt hier unter dem Video oder auf Reverie in meinem Thread, wo ihr mir überall schreiben könnt, wo ihr mich finden könnt und so weiter, kommt wie immer im Abspann. Und ansonsten, schönes Wochenende. Oder Ferien. Oder Ferien oder Restferien. Ja, ich hoffe bis bald, dass dich wieder so eine große Pause kommt. Ich mache jetzt noch ein Foto hier von dem Chaos und dem Hund, der mittendrin liegt. Und ja, dann zeige ich dem Philipp, wie das mal geht mit dem Schneiden und Hochladen und allem. Ja. Und ich glaube, wir haben ein paar Outtakes produziert für euch. Das muss man unbedingt noch dranhängen. Das hänge ich noch dran. Und ein paar Fotos aus Regensburg. Weil die Outtakes, das ist wahrscheinlich das Lustigste. Ja, wahrscheinlich. Mal gucken. Ja. Okay, dann noch viel Spaß und tschüss. Tschüss. Oh, wo ist die Maus? Wow, wir können nicht stoppen. Nochmal winken und tschüss. Tschüss.
Mama, Pascha. Mach mal. Komm hoch. Mama, hopp. Komm hoch. Komm. Mama, hopp. Mama, hopp. Ja. Ja. Ja, ja. Magst du lecken? Warte, langsam. Langsam. Ja. Was ist? Mach du nochmal. Nö. Das wird das Ding. Ich spiele mit Pascha. Gib ihm das Leckerchen. Komm, mach das nochmal, das war lustig. Das müssen wir ganz von Anfang machen, das musst du auch machen. So, dass du ganz am Anfang, anstatt der normalen Begrüßung, einfach so hingehst. Den ganzen Kamera. Zeig nochmal wie, ich mach's nach. Versprochen, wir machen es gemeinsam. Du nimmst dann meistens als das Intro. Wir machen es gemeinsam. Nein, nicht, nein, nein. Wir machen das als Outtakes, komm. Gemeinsam. Das kann man gerade als Outtakes gut nehmen. Was? Ja, das, was wir gerade drum diskutieren. Komm. Jetzt bist du dran. Komm, du, nee. Eine Grimasse. Komm! Nee. Komm! Ich mach das nicht. Wow. Das ist immer so dumm, weil es spiegelverkehrt ist. Ich weiß nicht, auf welcher Seite. Also das ist jetzt die komplette Aufnahme, die kommt ins Video. Ja. Kannst du es nicht schneiden? Nein, ich habe keine Lust. Dann ist... Jetzt musst du Hallo sagen. Es ist spiegelverkehrt. Ja, das ist halt kompliziert ein bisschen. Okay, vielleicht mal.